Okay, wie auch immer das funktionieren soll. Warte mal, ich wollte jetzt eigentlich... Also erstmal, hallo und seid herzlich gegrüßt zur neuen Folge und so. Ich bin gerade ein bisschen geflasht, weil sich die Ereignisse hier schon wieder überschlagen. Man kennt's ja. Aber es wird auf jeden Fall immer spannender. Also er scheint für eine Frau diesen Kampf jetzt hier gegen uns zu führen. Er hatte... gerade, also ihr werdet es wahrscheinlich erst in der letzten Folge gesehen haben, aber euch wahrscheinlich da noch dran erinnern können. Er hatte nämlich gesagt, wenn Mithra sich nicht zurückgezogen hätte, dann wäre sie noch am Leben. Wir wissen aber nicht, wer sie ist, auch wenn ich mir vorstellen könnte, dass es am Ende... Nein, jetzt habe ich das mit Rock... Diese Stufe 2 Dings, obwohl, nee, der hat das nicht angenommen. Diesmal war es ausnahmsweise ganz gut, dass er nicht so reagiert hat, wie ich gedrückt habe. Aber ich glaube, Jin ist machbar. Das dürfte nicht der allerschwerste Boss sein, den wir bisher über den Weg gelaufen sind. Und das begrüße ich auf jeden Fall sehr. So, warte mal, ich brauche Feuer. Kriege ich eventuell gleich hin, wenn ich mich jetzt ein bisschen beeile. Ah, ich habe ein bisschen zu spät reagiert. Gib mir Feuer, schneller, bevor die Leiste abläuft. So, Pyra. Pyra, Pyra, heute noch, Erde an Pyra, danke. Ah, okay. Da ist auch schon irgendwas. Aber das ist nicht das. Hä? Das ist nicht das, was ich machen wollte. Das kommt aber jetzt. Die Dampfexplosion nämlich. Auf die habe ich hingearbeitet. Bitte mit einem exzellent abschießen. Dankeschön. Das war der Plan. Und er hat funktioniert. So muss das. Ich glaube, wenn ich jetzt einmal eine Angriffskette starten würde, dann wäre es das. Die Frage ist, am Ende dauert die vielleicht länger, als wenn ich den jetzt so einfach bekämpfen würde. Ich weiß nicht, ob der verhältnismäßig schwach ist oder ob ich gerade einfach nur ganz gut gelevelt bin. Vielleicht ist es auch eine Kombination aus beidem. Vielleicht ist das aber auch nur seine erste Form. Ich kann gerade nichts machen, aber ich lag auch am Boden. Vielleicht ist das auch nur seine erste Form und er zeigt mir danach erst, wozu er eigentlich imstande ist. Vielleicht werden wir es in Kürze erfahren. So, meine liebe Mithra, ich glaube... Ah, nee, guck mal, hier hat sich jetzt Dings angeboten. Die gute Mia. Wann springt das rüber? Jetzt springt das rüber und jetzt können wir das, glaube ich, sehr, sehr sauber und stilvoll abschließen. Ich glaube, zweite Sonne habe ich noch nie gesehen. Aber jetzt ist es soweit. Das war's, Jin, oder? Nee, das war's noch nicht ganz. Ah, guck mal, da ist Stufe 4 jetzt zur Verfügung. Ah, nee, jetzt nicht mehr. Alles klar. Ist wieder zurückgegangen. Aber ist nicht schlimm. Ich bin trotzdem guter Dinge, dass wir jetzt, ohne dass uns Schaden entsteht, dass wir sie direkt überstehen. Ich bin ultra gespannt, wie es jetzt weitergeht. Das ist gerade auch voll verkackt. Aber es war auch wieder Pyra. Bei Pyra verkacke ich ständig, wenn ich mich da nicht hart drauf konzentriere. So, Jin, ich hoffe, du erzählst noch ein bisschen mehr, wenn diese Geschichte hier vorbei ist. Ich wette, der wird danach abhauen und wir werden im nächsten Kapitel erst wieder was darüber erfahren. Vielleicht hat das auch was mit diesem dunkelhaarigen Mädel zu tun, aber die lebt ja noch. Bin mir nicht sicher. Wir werden sehen. Hoffentlich. How is he still moving? Even that Petroka girl couldn't withstand it. No, it's working. His powers are certainly limited now. But Jin... he's one of the most powerful blades in history. Even so, we can beat him. We just have to work together. I don't think so. What? Fan! You are no slave. Be free now. No. No. Why? Jin! Why the hell would you do this? What good does it do you? Why, you ask? Then let me ask you this. Blades are granted phenomenal power from our Creator on high. Yet we are doomed to never remember. Why? What?
The accumulation of memories is what allows mankind, no, all life to grow, change, evolve. But blades are fleeting. When we return to our cores, our memories are lost, our growth snatched away forever. People aren't so different. Man's life too has an end, yes. However, though each individual life is fleeting, you pass on your memories, allowing you to grow as a species, as a culture. Why does Indahl control all the core crystals? By controlling the moment of every blade's birth, they enslave our entire kind. How is that fair? We have no culture because Indahl decrees it. Because that's what your kind do. Jin! Why are you the masters and we the slaves? It is we who embody the very nature of this world. Blades embody the world. I don't get what you're... If you saw the last state of humanity, you'd understand. Now that you have come this far, there can be no turning back. But I'm afraid your journey ends here. What? Why now? Hey, now's our chance! Huh? What are you standing around for? Show that scumbag what's what! What? It's Akos! Malos sent me. Time to make an exit. Ready? Who says we're going to let you go? You really don't understand, do you? You really think this is over? What the? How? We cut the bloody cable! Certainly. But some energy still remains deep in its core. Don't you see? It's like a blade weapon. Well, you seem busy. I'll leave you to it. Bye. Wait! Okay, irgendwie war das klar, dass das hier nicht das letzte gesprochene Wort gewesen ist. Ich muss jetzt erstmal die Lautstärke wieder ein bisschen runterregulieren. So, das heißt, wir haben diesmal kein Stromkabel zum Bekämpfen, richtig? Ne, ich habe gerade mal geguckt. Ihr habt es ja unten rechts auch gesehen, ne? Wenn ich versuche, den Gegner zu wechseln, habe ich gerade so aus dem Augenwinkel erkannt. Ja, sehr interessant. Ich würde mal sagen, jetzt kommt hier langsam ein bisschen Fahrt auf. Ich, habe den Punkt von Jin nachvollziehen können und ich finde, dass auch Rex sehr interessiert reagiert hat und ich glaube auch nicht, dass Rex da gar kein Verständnis für aufbringen kann. Wir hatten jetzt leider nicht den Rahmen, um das Gespräch weiter fortzuführen, weil man hätte durchaus drüber sprechen können, ob man ob man das nicht auch anders gelöst kriegt. Also ich muss jetzt erstmal gucken, dass ich hier richtige Dinge mache. Aber dieser Asthma-Kern, der scheint jetzt auch nicht so viel zu vertragen. Ich glaube, den werden wir relativ problemlos down bekommen. Jetzt, wo ich das Kampfsystem, glaube ich, in seinen, nicht nur in den Grundlagen verstanden habe, sondern so den nächsten Step erreicht habe, sage ich mal, sollte das hier alles kein Thema mehr sein. Aber ich würde so gerne, dass das Gespräch fortgeführt wird. Und ich finde es trotzdem scheiße, dass Jin mit Akos und mit Malos so dicke ist. Und ich weiß nicht, ob seine Intention und seine Beweggründe wirklich so eins zu eins deckungsgleich sind. Irgendwie fühlt es sich für mich immer noch falsch an, die alle in einen Topf zu werfen. Weil ich glaube, dass Jin irgendwie noch ein reineres Herz hat so als die anderen. Und dass ja, seine Motive halt am Ende doch anders sind, auch wenn sie vielleicht das Gleiche antreibt oder so. Wisst ihr, was ich meine? Klingt vielleicht so ein bisschen nach Widerspruch, aber das ist es eigentlich nicht. So, warte mal, hier brauche ich jetzt Stufe 3, um mit Praxis hier was zu erreichen. Oder Morek übernimmt.
Morek und Cassandra. Was für ein Dream Team. Das wird uns höchstwahrscheinlich bis zum Ende des Let's Plays begleiten. Kann mir nicht vorstellen, dass es da irgendwas gibt, was die beiden noch entzweien kann. Ich finde, die passen auch sehr gut zusammen. So, weiß ich nicht. Auch wenn Cassandra eher so die Liebe und Offenherzige ist und Morek eher so die Unterkühlte und Unnahbare. Aber ich finde trotzdem, dass sie irgendwie ein cooles Pärchen abgeben. So. Also Pärchen nicht im Sinne von Liebespärchen, ne? Ihr wisst, was ich meine. So, Pyra, toben Sie sich bitte aus. Und seien Sie nicht zimperlich, denn der Gegner, der ist es auch nicht. Ich kämpfe auch immer so ein bisschen mit meiner Gesundheit. Ich habe das auch im Auge und versuche nicht von irgendeinem plötzlichen Tod überrascht zu werden. Aber Nia scheint das ganz gut im Griff zu haben. Auch wenn ihr wenig Zeit zum Durchatmen bleibt. So, ich werde jetzt mit Rock einmal gerne noch die nächste Kugel raufballern und dann setzen wir wieder zum großen Gruppenangriff an und werden das Ding vielleicht endgültig in seine Schranken weisen. Das ist der finstere Plan. Aber erstmal gucken, ja, das hat auch ordentlich was gebracht. So, warte mal, jetzt lass mich mal ein bisschen hier noch... Achso, ich wollte gerade Kapseln einsammeln, aber das ist mit irgendwer, glaube ich, gerade abgenommen. Oh shit, ich glaube, der hat einen krassen AOE-Angriff gemacht. Also wenn der jetzt nicht verrecken wird, dann werde ich gleich so richtig schön drauf gehen. Weil mich dann auch keiner wiederbeleben kann. Das ist sehr, sehr unglücklich, aber wir werden mal gucken. So. Ein entgegengesetztes Ding habe ich gerade schon attackiert. Ich müsste... Warte mal, Wind habe ich jetzt noch offen. Was war nochmal das Gegenteil von Wind? Elektrizität eventuell. Ich gehe jetzt mal so ein bisschen nach Ausschlussprinzip und gucke. Ich habe mir das nämlich irgendwann mal aufgeschrieben, aber ich weiß es nicht mehr. Hä? Okay, irgendwie habe ich das System hier doch nicht raus. Das ärgert mich gerade ein bisschen. Ich habe es mir damals notiert, das war aber lange, bevor ich überhaupt kapiert habe, wie das mit den Elementarkugeln funktioniert. Und ich bräuchte dafür irgendwann mal wieder ein Zettel. Ich weiß aber auch nicht mal, ob der Ansatz jetzt überhaupt der richtige ist, wie ich das gerade eben versucht habe. Ob die angezeigten, das sind glaube ich, oder sind die, die mir angezeigt werden, die Elemente, die ich auch tatsächlich einsetzen muss. Das wird jetzt wahrscheinlich wieder eine Woche oder so dauern, bis dieser Part hier online geht und ich das dann so für mich verinnerlichen kann. Können natürlich vorher auch nochmal nachschlagen, aber ich weiß nicht. Ich bereite schon immer so viel vor und nach für Xenoblade Chronicles. Das frisst mir so echt extrem viele Zeitressourcen weg. Ich will es euch nicht versprechen, aber wir kriegen diesen Gegner... Bringen wir trotzdem down. Warte, hier ist eine Kapsel. Einmal mitgenommen. Sag mal, wird der stärker jetzt hier so kurz vorm Abnippeln oder bilde ich mir das nur ein? Aber der hat diese Kugeln immer noch. Wenn es halt nicht so lange dauern würde, die Dingsleiste wieder aufzufüllen, ne? Vielleicht muss ich auch gar nicht eine Rückmeldung abwarten. Vielleicht werde ich irgendwann wieder gute Situationen haben, wo ich das ein bisschen üben kann. Ich meine, ihr hattet mir, bevor ich das mit den Kugeln kapiert habe, hattet ihr mir auch ganz viele Tipps gegeben, auch richtig gut erklärt so. Aber ich habe erst meine Aha-Momente gehabt, als ich mir das irgendwie selber im Kampfverlauf angucken und erklären konnte. Keine Ahnung, ich muss das immer irgendwie sehen und greifen, bevor es Klick macht. Und wenn ich nur Fließtext habe, dann checke ich das meistens nicht. Ne? Aber es wird. Zum Ende hin werde ich voll der Pro. Nicht. I don't get it. I'm meant to be a driver now. I have a blade of my own. But I couldn't do anything. Oh, fan. Nothing's changed. I'm just as weak as I've always been! Jin, what happened to make you like this? What is that? Dad! Army! So many of them!
What? No! Shit! Who gave that damn order? At this rate, I don't think there's any stopping them. How so? They think Mor Ardain attacked them illegally, with no declaration of war. This is bad. If someone doesn't explain what's really going on... But there's no time for that. So what? We just give up? Heavy cannons. That's Uriah's main weapon. Here too. Mor Ardain also readying artillery. I don't care if we're not gonna make it in time. We need to get to Uriah. Right. Wait. You little scamp. Do you know how much the core you took was worth? I stole it from the castle. 3 years it took me to get it. And now... Blaze! She's barely 10 years old! Silence! Stay out of it! Oh! If you die, it'll be as good as new. You brought this on yourself! From now on, I'll protect you. I'll keep you safe. Always. My name is Jin. What's yours? Laura. It seems like sending Alcos was the right choice. You all right? I've been through worse. I can handle it. Jin, I swear I'll make your dream come true. So stop putting yourself at risk. There's still time. Is that part of your dream too? What are we in the end? This hunger I feel, this thirst, is it really my own, or is it someone else's? Sometimes I can't tell. Tell me, Jin, are you really here? I don't know where I really am. You're starting to sound like a human. Oh, yeah? Perhaps we're not so different after all. Humans and blades.
What's the deal with this ceasefire? A tribunal, it looks like. Praetor Amalthus is here in person. And who's going to argue with the Praetor? Does he have any clue how many men we lost? If those Ardanians get away with this, Architect, damn it. Quit your grumbling, mate. All this is way beyond our pay grade. You got that right. We're all just faceless cannon fodder to the bigwigs. CO says jump, we jump. Okay. Also, die für mich wichtigste Frage aus all den Szenen, die wir gerade gesehen haben, ist, wer ist Laura und inwiefern hängt Laura eventuell mit Fan bzw. Hayes zusammen und warum stand Jin in diesem Haus, als sich diese krasse Szene da ereignet hat? Also kannte er die Familie? Scheinbar kannte er sie ja nicht, sonst würden sich Laura und Jin nicht vorstellen. Also das war irgendwie schon heftig. Ich hatte auch vermutet, dass vielleicht Laura irgendwie die Schwester von Hayes sein könnte, weil da er da noch ein zweites Kind in dem Raum mit dabei war. Aber naja, das war übrigens auch das erste Mal, dass Marlos so ein bisschen normal war, also so, aber gut, Jin und er sind halt scheinbar irgendwie befreundet, aber nee, das, also es gefällt mir, in Anführungsstrichen, wie sich die Story entwickelt, so vom Spannungsgrad her, und ich hoffe, dass wir jetzt hier im Laufe der Zeit noch ein bisschen mehr Futter bekommen. Morgen, die Damen, na, alle gut geschlafen? Ich habe kein Auge zugemacht, habe ich mir schon fast gedacht. Na denn, wie wär's mit einem schönen Spaziergang rüber zur Halle? Frische Luft macht müde Geister munter. Und irgendwer muss Morik ja dahin eskortieren, immerhin ist sie eine Dame. Danke, ich finde meinen Weg auch sehr gut alleine. Aber Mithra wurde doch auch eingeladen, oder? Ich fürchte schon, ja. Na also, dann können wir ja auch gleich alle rübergehen. Tja, wenn man es so sieht, dann gehen wir halt alle. Naja, will ich ja auch hoffen. Ich habe jetzt nicht vor, mich als Team wieder aufsplitten zu lassen. Ja, also das war auf jeden Fall ein sehr krasser und imposanter Marathon. Und ich habe schon wieder ihren Namen vergessen. Die dunkelhaarige Dame, die mit P anfängt. Ihr Name wurde einmal kurz genannt, relativ zu Beginn dieser ganzen Cutscenes. Und ja, die wird hier auch noch eine Rolle spielen. Vielleicht ist sie auch eins der beiden Mädels. Also ich meine mal, dass das beide Mädels waren, Laura und die andere. Mann, warte mal, hier auf meinem zweiten Bildschirm im Aufnahmescreen, da verschieben sich gerade ständig Fenster. Und vielleicht hängt sie da irgendwie zusammen. Also die waren, glaube ich, beide dunkelhaarig in der Szene. Man hat das halt, weil das jetzt nicht so farbenfroh war und relativ schummrig, hat man das nicht so gut erkannt. Aber ich meine, also ich würde nicht ausschließen, dass es da vielleicht irgendwie noch eine Verbindung gibt. So, guck mal, 3 Minuten noch. Das heißt, hier müssen wir nicht mehr allzu lange warten. Das ist gut. Und dann gucke ich mal eben kurz hier. Bin jetzt wieder so geflasht, dass ich schon wieder alles vergessen habe, was ich mir vorgenommen habe. Aber das ist in den Folgen, wo ich euch nicht gebührend verabschieden kann, wo ich so mittendrin dann abbreche, ist das meistens so. Hä? Dieser Kampf. Ach, übrigens, das habe ich euch noch gar nicht. Hier, die habe ich gesucht beim letzten Mal. Wisst ihr noch? Den hier habe ich übrigens geskippt, das habe ich euch beim letzten Mal gar nicht gesagt, weil das so ein fliegender Gegner ist. Also ich weiß, wo ich den auch finde, aber der ist auch umringt von relativ hochleveligen Gegnern. Ich hätte beim letzten Mal eigentlich doch einen Plan B gehabt, wie ich gerade feststelle, aber ist egal. Ich glaube, das ist jetzt auch nicht das Allerspannendste am Let's Play, jetzt hier die Zenobia-Gegner nach und nach zu legen. Die werden schon noch ihre Bühne bekommen, aber erstmal will ich gucken, was jetzt hier abgeht. Boah, nee, also das war heftig. Aber ich begrüße es sehr, habe ich aber auch schon relativ früh, glaube ich, gesagt, dass Jin jetzt immer mehr in den Fokus rückt, weil es könnte echt am Ende des Tages sein, dass er in dem Spiel der für mich interessanteste Charakter sein wird, so, was so sein, die ganze Geschichte um ihn herum anbelangt. Er ist auf jeden Fall, wenn ich 3 Fragen stellen dürfte zu einem Charakter oder mir jetzt noch eine Zusatzcutscene wünschen dürfte, dann würde ich ihn auswählen, einfach weil ja, noch so viele Fragen im Raum stehen, ne? Aber das machen die immer generell ganz gut hier zu den Kapitelwechseln, und ich glaube, da kommt noch einiges auf mich zu. Jetzt gerade habe ich nämlich wieder gar keinen Bock, irgendwie Nebenquests oder so zu machen, weil ich wissen will, wie es weitergeht. Aber
wir kommen schon noch an unsere Informationen ran. So, was passiert hier jetzt? Können wir uns in die Verhandlungen ums Kriegsgeschehen irgendwie einklinken? Oder ist das schon abgeschlossen? Wie geht's jetzt hier weiter? Erzählt mal. Ah ja, die Tür. Ich erinnere mich. Da kamen wir beim letzten Mal nicht durch. Diesmal ist das vielleicht anders, oder, Senelo? Bist du Senelope Cruz? In diesem Raum befindet sich der Tagungsort für den Gipfel der Nationen. Nur den Repräsentanten der teilnehmenden Nationen ist der Zugang gewährt. Mit anderen Worten, Endstation für uns. Dann werden Bridget und ich nun... Das ist nicht mehr er, logischerweise. Dann werden Bridget und ich nun unseren Platz auf dem Gipfeltreffen einnehmen. Hopp, da hänge ich mich doch gleich mal dran. Dich wollen sie auch dabei haben, Mithra, du erinnerst dich? Ja, ehrlich gesagt weiß ich nicht so ganz, was ich von all dem halten soll, aber ich komme wohl nicht drum herum. Rex, ihr wartet am besten bei unseren Zimmern auf uns. Keine Sorge. Sei vorsichtig da drin, ja, Mithra? Keine Sorge, ich bin gleich wieder da. My deepest thanks to you for agreeing to this ceasefire, Queen Rakura. Emperor Nile. As I recall from the Assyrian Treaty of 350 years ago, the Praetorium was to refrain from intervention in times of war. And yet here you are intervening. But I trust you have a suitable justification, Your Eminence. Naturally. But first, to ensure impartiality in these negotiations, may I present Nira Nira, acting chairman of the Argentum Trade Guild. Furthermore, representing the Tantalese, His Highness the Crown Prince Ozyklyrus Brunev Tantal will also be attending. The Crown Prince? The Prodigal Prince of Tantal? What a spectacle! Seems the Praetor has as much clout around here as ever. Could we not just take them out here and now? Good point. All the principal nations' heads gathered here? It'd make things easy later. The way to the World Tree must first be opened. Wiping out mankind is the easy part. We could manage that ourselves. Even so... That isn't our only goal, remember? We must wait for the stage to be set. Is Jin serious about this? Yeah. I've been wondering that myself. Oh, he's serious. He always is. He will annihilate mankind, and then... He will kill... The architect. Now, it seems Mor Ardain has been accused of a unilateral breach of treaty in this matter. Emperor Nile, I open the floor to you. Is there anything you wish to say? While we are still conducting investigations into the cause, it cannot be denied. That weaponry belonging to our forces was discharged against Uriah. Regardless of any possible reason and circumstance, we are prepared to offer recompense for this grave offence. So you want to settle this with money? We will provide any compensation deemed necessary. Perhaps I'm misunderstanding. To my ears, it sounds almost as if you mean to imply that the blame for these offences does not lie with your majesty at all. We are investigating. I ask that we not draw any hasty conclusions. What need is there for investigation? I believe a cause has already been established. There are witnesses. And that would be? What a preposterous notion!
The people you speak of are merely a terrorist group. How could they possibly command that measure of... It's the truth. I, Ozyclyrus, swear this in the name of King Eulogimonos Tantal. Can confirm, ex-Chairman Banner, give these people some kind of supplies. Military supplies, methinks, and in great number, yes. But why would... What if I were to tell you that the Aegis Malus, who raised the world 5 centuries ago, was involved? Ridiculous. Everyone knows he disappeared in a blaze of flame. He's very much alive, believe me. That arsehole, I mean, the Aegis, has confronted us in person. And if my word is not enough for you... A blade? But that core crystal... This is another Aegis, named Mithra. Your Highness has heard of her, surely? So the rumors that reached us were true. Who is its driver? If you knew that, I dare say your surprise would be even greater. But that is not the matter we are here to discuss, Your Highness. This is a dire situation. It's 6 o'clock already. Mithra's been in there for a long time now. We've just got to trust them. They're dealing with the leaders of whole nations. It's not like there's anything you or me can do to help. I've noticed something about Malos. He's an Aegis, but you wouldn't know it from how he's fighting. I'm pretty sure he's damaged in some way. You mean he can't use the full extent of his powers? The wounds I dealt in our battle long ago may not be completely healed. His end goal is Elysium. He wants to go back to the place he was born. There he can heal until his powers have recovered. If Malos is allowed to restore himself? The horrors of 5 centuries past will return. Or worse still, Malos's goal is simple. He means to destroy humanity in its entirety. Why would anyone desire that? Perhaps he doesn't even need a reason. It seems to be a deep-seated drive. An instinct. As natural as breathing. All of this is my responsibility. Praetor Amalthus? Whatever do you mean? It was none other than I who awakened Malos and unleashed him upon the world. So, Your Eminence, the rumor that you were once Malos's driver is... I never intended to obscure the truth. It is writ plain for all to see in history books. I was a fool. It was to prevent such foolishness that all passage to the World Tree was forbidden after the Aegis War. However, it has become apparent that the laws of men do not apply to Malos. The time may have come to lift that restriction. I appreciate this. Don't think you've earned my trust. But since Rex is going to Elysium, their paths are bound to cross. That's all. I'm surprised. You seem so devoted to the boy.
is for both our sakes. But you, Amalthus, who is it that you're living for? Schade, dass wir darauf keine Antwort bekommen haben. Das hätte mich jetzt sehr interessiert. Boah, echt schon wieder so viele Themen. Ich weiß gar nicht, ob ich alles zusammenkriege, aber wir gucken erstmal, wie es jetzt hier weitergeht. Morgen, die Damen. Oho, täusche ich mich oder seht ihr viel frischer aus als gestern? Geht so. Fansstaatsbegräbnis ist für heute angesetzt, nicht wahr? Ja, die Zeremonie soll direkt vor dem Heiligtum stattfinden, auf dem Seorisplatz. Willst du dahin, Kollege? Ja, ich würde mich schlecht fühlen, wenn ich nicht hingehen würde. Platz von Seoris ist gleich um Ecke. Tora schlägt vor, dass Freunde nicht trödeln, lieber Hoppi Galoppi hin. Meister Pan hat heute wieder herrischen Tag. Och, naja, so ein bisschen antreiben kann ja auf jeden Fall nicht schaden, würde ich meinen. Warum ist Morek nicht dabei? Wo ist meine geliebte Morek? Was ist hier los? Ich bin damit nicht einverstanden. So, warte mal, dann holen wir jetzt Poppy mit rein, damit wir nicht gänzlich ohne Tank unterwegs sind. Aber sehr kampflastig wird das jetzt hier wahrscheinlich in dieser und in der nächsten Folge nicht, vermute ich einfach mal. Es nervt mich ein bisschen, dass Morek gerade nicht dabei ist, weil ich dann auch für den Söldnerauftrag nicht auf ihre Klingen zugreifen kann. Ich werde, weil ich jetzt den Platz gerne besuche und dann wahrscheinlich die nächste oder gerne besuchen möchte und dann die nächste Szene wieder losgetreten wird. Ich versuche mir mal für die nächste Folge so ein paar Gedanken zu der letzten Szene zu notieren, weil ich glaube, wenn ich jetzt anfange, dann werde ich wieder ständig unterbrochen und dann hole ich beim nächsten Mal zu der ein oder anderen Thematik noch aus. I guess they did call her a goddess. The state funeral makes sense. Shouldn't you be with him? He's a boy. Best not to bother them at times like this. I expected you'd be more clingy. You really are different from her. Actually, letting him be was more her idea than mine. Really? Pirates? Get out. So wait. You're saying you want to go be clingy, or what? I'll burn you. I kid. Sheesh. It's weird, though. What is? I mean, don't you think it's odd? Normally, if a blade or its driver dies, it'll just go back to being a core crystal. So why is Fan just dead? I did wonder the same thing. There's only one way I know for a dead blade to keep its physical form. Remember Minoth? I mean Cole. He was a flesh eater. Yeah. But Fan wasn't a flesh eater. I can say that for sure. What's that? That's the shape of Fan's core crystal. Well, how it used to be. But now it's a triangle. Rex and I are quite a unique case, but this is different still. How is it different? If a blade shares its core with another, its shape changes in a uniform fashion. In our case, the center part went to Rex, and the outer part to us. I don't know why that is, but it seems to be a rule. But Fan's isn't like that. Exactly. It looks more like someone stole her core, doesn't it? Irgendwie schon traurig, ne? Also auch gerne, also nicht nur die Szene jetzt, sondern generell, dass sie so von uns gegangen ist.
weil ich eigentlich dachte, also ich meine, vielleicht wird das auch noch ein Nachspiel haben, so die ganze Story um sie herum, aber ich dachte, wir würden ihr vielleicht auch dabei helfen können, wieder ihre Erinnerungen an sich selbst, also von ihrem früheren Ich wieder zu gewinnen, weil ja auch in den letzten Gesprächen immer mal wieder angedeutet wurde, ne? Mithra war ja die erste, die sie so ein bisschen auf ihr ehemaliges Dasein angesprochen hat, und ich dachte, vielleicht kann man das so ein bisschen aufschlüsseln, und ich meine, vielleicht wird das nach ihrem Ableben auch noch passieren, aber es wäre halt schöner gewesen, wenn wir sie da noch dabei gehabt hätten. Das war mit Abstand die größte Beerdigung, die ich je gesehen habe. Die Zeremonie hat aufs Rührendste demonstriert, wie sehr das Volk Fan geliebt hat. Die Göttin von Indol, haben sie sie genannt. So schnell wird sicher niemand ihren Platz einnehmen. Hey Rex, wie lautet jetzt eigentlich unser Plan? Wenn wir zum Weltenbaum wollen, brauchen wir die Hilfe des Prätors. Senelo, kennen wir uns? Meister Rex, ich habe euch gesucht. Prätor Amalthus wünscht, euch zu sprechen. Er erwartet euch im Audienzsaal. Oh, das trifft sich hervorragend. Vielleicht will er ja auch mit uns über den Weltenbaum reden. Über den Anlass der Vorladung ist mir leider nichts bekannt, mein Herr. Ja, wir werden's ja dann merken. Nichts wie hin zum Audienzsaal. Das werden wir wohl tun. Okay, ich dachte gerade für einen kurzen Moment, das Spiel würde mich da reinschmeißen, aber es lässt uns selber steuern. Okay, lass mich raten, wir haben jetzt Morek wahrscheinlich immer noch nicht bei uns, weil wir sie gleich im Audienzsaal zu sehen bekommen und sie sich uns danach anschließt, oder Uriette? Kannst du wahrscheinlich nicht mitreden. Ich habe mich gerade selber an Jugurette erinnert. Nubi geht wie steht. Da nun das Gipfeltreffen vorüber ist, wurden die strengen Sicherheitsvorkehrungen wieder aufgehoben. Aber ich werde das Gefühl nicht los, dass noch immer eine seltsame Spannung in der Luft liegt. Sogar die heiligen Gesänge, die über den Seorisplatz hallen, klingen heute irgendwie bemüht. Ja, für mich klingt der Track immer noch so schön wie sonst auch. Aber sie kann das besser beurteilen. Sie ist hier wahrscheinlich groß geworden. Fiona Knarr? Na, was ist los? Einem solch historischen Moment beizuwohnen, laugt ganz schön aus, ob mich ein Gebet wohl entspannen lässt. Ich sollte wirklich wieder zurück nach Argentum gehen, bevor hier noch etwas Schlimmeres passiert. Andererseits, nein, ich bleibe. Mein Händlerinstinkt sagt mir, dass ich die Sache hier bis zum Ende durchziehen muss. Okay, du wirst schon die richtige Entscheidung für dich treffen. Ich würde heute jetzt einfach nur so lange der Hauptstory folgen wollen, bis sich das Spiel wieder ein bisschen öffnet, indem es heißt, wir müssen jetzt ein neues Gebiet oder sowas aufsuchen, und würde dann diesen ganzen Standardkram, den wir sonst immer machen, mit Resonieren und Zenobia und hier und da gucken, das verschiebe ich dann in die nächste Folge. Ich hoffe, das ist okay. Oder, Ivalle, möchtest du dich auch dazu äußern? Nur wie geht, wie steht? Noch immer sehe ich Fenlanon vor mir, wie sie stundenlang das große Wandgemälde betrachtete. Sie wirkte irgendwie melancholisch, was ihr in diesem Moment wohl durch den Kopf gegangen sein muss. Das werden wir wohl nie erfahren. Bleibt alles Spekulationsgrundlage. Aber es nützt auch nicht, sich darüber Gedanken zu machen, denn sie ist nicht mehr bei uns. Aber diese Frage, ne, die ist ja sowas von berechtigt, warum sie nicht zurück in ihren Kernkristall gekehrt ist. Und wenn die Theorie wirklich stimmt, die Mithra so ein bisschen in den Raum gestellt hatte, dass ihr jemand die andere Hälfte irgendwie entwendet haben soll, dann stellt sich natürlich die Frage, wer soll das gewesen sein und warum hat dieser jemand das getan? Und kann er sie eventuell wieder ins Leben zurückholen? Ja, das sind so kleine Hoffnungsschimmer, kleine Ansätze, wo man vielleicht drauf aufbauen kann. Aber mal gucken, was jetzt hier abgeht. My apologies. Did I keep you waiting? No, not really. What were you doing? I was cleansing the core crystals. It markedly increases their resonance success rate. Bonding with a crystal carries certain risks, you understand. I know. When I became the driver of an Aegis, this power was awakened in me.
So I might be able to do it too? Who knows? Different people are cut out for different things. Right, yeah. Now then, my work is done for the day. Come with me. A special envoy? To Tantal? Me? Correct. Behold. As a salvager, I imagine you are already aware, but this is Allrest, the world we currently inhabit. We make our home on Titans, moving in circles around the world tree. And here lies the great void. This void came into being 500 years ago. It did not exist prior to that. So I've heard. It's in our way anyway. It stopped us reaching the world tree. The great void is carved from the cloud sea by a monstrous beast known as Ophion. Wait, you mean that thing? To be precise, it is an artifice, a servant of the Aegis. Of Mithra? So if that thing is Mithra's, then what did it attack us for? Doesn't make sense. Ophion was felled in the ancient battle with Malos, sinking below the clouds. This means someone must have revived it. Correct. And you're saying that someone was Zeke's home country, Tantal? Yes. They gave Ophion one directive. To ensure that none approach the World Tree. They sought to prevent a repeat of the horrors of the Aegis War. So, an obstacle was created. The Great Void. How did they manage a feat like that? As I've said, mankind is regressing. Only one artifact remains that can rescind Ophion's orders, and it lies in Tantal. It's called the Omega Fetter, and it's guarded by the royal family. I'll take you to it. I've prepared your envoy documents already. Your quest is to set foot in Elysium, correct? Malos and his ilk will surely seek the Omega Fetter for themselves. I would ask you to reach Elysium before they do, and inform me of what you find there. Do it as a favor for a once foolish old man, and so that people may have a future in this dying world. Wir haben nicht Ja gesagt. Ich habe niemanden nicken sehen. Nehmen wir uns jetzt Bedenkzeit oder ist das die nächste Aufgabe? Hey Zeke, war das ernst gemeint, dass du uns nach Tantal bringen willst? Und ob das ernst gemeint war, aber lass uns reden, wenn wir wieder zurück im Zimmer sind. Manche Dinge bespricht man besser nicht zwischen Tür und Angel. Wie du willst, dann erstmal zurück zum Zimmer. Lass uns aufs Zimmer gehen, Baby. Nehmt euch ein Zimmer. Oh, ihr habt ja schon eins. So, ist Morik jetzt wieder da? War sie gerade in der Szene auch mit drin? Ich habe sie nicht gesehen, aber ich habe da auch nicht so sehr drauf geachtet. Und es ist ganz schön dunkel in diesem Raum, wo die sich da immer zusammenfinden. Aber gut, das ist dann wohl deren Thema, wenn die sich so wohlfühlen. Ihr seid auf dem Weg nach Tantal, nehme ich an. Als Gesandte des Prätors müsst ihr den euch auferlegten Pflichten gewissenhaft nachkommen. Seine Eminenz setzt großes Vertrauen in euch. Vergesst das nicht. Wie könnte ich? Natürlich vergessen wir das nicht. So, Prätor, was geht, was geht. Um nach Elysium zu gelangen, müssen wir zuerst Ophion, dem Herrn der großen Kluft, Einhalt gebieten. Und Ophion unterliegt der Kontrolle von Tantal, Zeke's Heimat. Ich habe Gesandtenpapiere vorbereitet, die euch als Repräsentanten Indols ausweisen und euch Zutritt gewähren. Ich beschwöre euch, Elysium noch vor Malos zu erreichen. Bitte erfüllt einem geläuterten Narren seinen Wunsch.
Ja, das ist eigentlich auch unser Wunsch. Ich hoffe, dass es gegen Ophion so einen richtig geilen Bosskampf geben wird und dass wir nicht einfach nur ein Item finden und der dann uns nicht mehr angreift. Aber darauf wird es wahrscheinlich hinauslaufen, ne? Wobei so ein schönes Wesen abschlachten, ich weiß nicht. Aber ich kann mir vorstellen, dass wenn daraus ein Bosskampf werden sollte, dass das ein sehr, sehr imposanter Kampf wäre und das irgendwie schon irgendwie cool wäre halt. Aber naja, wir werden sehen, was passiert. Wie gesagt, ich habe jetzt auch die ein oder andere Notiz so halb geguckt, halb geschrieben. Ich muss gucken, ob ich das noch irgendwie entziffert kriege, was ich beim nächsten Mal gerne nochmal aufgreifen möchte. Das habe ich jetzt hier neben mir zu liegen. Und ja, dann, ich bin gerade so gehypt. Es wird mir ultra schwer fallen, jetzt nach dieser Folge das Pad wieder für einen Tag oder so aus der Hand zu legen. Einfach weil, ja, keine Ahnung, ich gefühlt gerade voll drin bin und das alles mega aufregend ist. Also wir werden auf jeden Fall am Anfang der nächsten Folge mit der Hauptstory weitermachen, weil ich möchte mich um nichts kümmern, so resonieren und hast du nicht gesehen, solange wir nicht Morek wieder mit drin haben und das Team komplett ist. Gut, beim Resonieren wäre das jetzt egal, aber trotzdem. Ja, machen wir uns mal beim nächsten Mal auf die Suche und gucken, wie weit wir kommen. Und ich bin sehr gespannt. Also klare Marschroute fürs nächste Mal. Da ist das Ziel. Und um alles andere kümmern wir uns, sobald wir rausgeschickt werden aus Indol und irgendwas anderes erkunden sollen. Es wird wahrscheinlich auf Tantal oder Tantal hinauslaufen. Keine Ahnung. Auf jeden Fall bedanke ich mich fürs Einschalten heute und würde mich sehr freuen, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Macht's gut, ihr Lieben, und bis dann. Ciao.